Hallo liebe Red Dead Redemption Zocker, hier ein kleiner Jagdguide von mir zum westkanadischen Elch. Also ich habe immer mal wieder gelesen, dass viele Probleme haben, den westkanadischen Elch zu finden. Ihr seht, wir befinden uns hier rechts vom Oak Creeks Run. Ja, an der relativ markanten Stelle. Ich werde da gleich nochmal näher auf die Stelle eingehen. Die Location ist aus meiner Sicht total safe. Also ihr werdet gleich sehen, dass ich den Elch hier auch mehrere Male erlege. Ihr werdet da eine definitiv finden. Ja, ist wirklich eine ganz, ganz safe Location. Also ihr lauft hier runter. Ihr hattet gesehen, wo ich das X auf der Karte gesetzt hatte. Werde ich aber gleich, wie gesagt, nochmal näher drauf eingehen. Und dann haltet ihr euch hier wirklich immer links. Ja, der Elch spawnt eigentlich immer an der gleichen Stelle. Ja, ich habe es mehrere Male gemacht, sogar noch öfters als in dem Video. Hier hinten seht ihr ihn schon. Ja, relativ groß, eigentlich nicht zu verfehlen. Manchmal könnte man sogar denken, es ist ein Stein oder ähnliches, wenn man noch ein bisschen weiter weg ist. Aber ist natürlich in dem Falle der Elch. Ist farblich ein bisschen anders. Ja. Also hier werdet ihr eine ganz, ganz safe antreffen. Solltet ihr dann nicht mal direkt hier antreffen, so wie ich jetzt, ist gar kein Problem. Kann ich euch zwei gute Tipps geben. Zum einen legt euch schlafen bis zum Morgen. Den Elch trifft da eigentlich hier 80, 90% zu 80, 90% definitiv am Morgen an. Ja. Oder wenn er nach zwei, drei Versuchen nicht da sein sollte, drückt einmal Spiel verlassen, ladet dann nochmal einmal den Spielstand neu, versucht es nochmal. Also es kann sein, dass er nicht direkt beim ersten Mal da ist. Ja, aber wenn ihr zwei, dreimal hier diesen Spot checkt, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ihr hier auf den Elch treffen werdet. Ja, also im Endeffekt könnt ihr hier auch in aller Ruhe untersuchen. Er ist jetzt nicht total schreckhaft. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen näher ran, wie ihr jetzt hier gerade seht, ne? Also noch bewegt er sich ja wirklich gar nicht. Hat uns auch noch gar nicht gesehen. Ja, also der Elch oder in dem Falle ja das Elchweibchen ein bisschen schwerer zu finden als der Elchbulle, den habe ich öfters angetroffen. Habe ich auch schon ein kleines Video gemacht, falls es euch interessiert, der euch auch noch fehlt, könnt ihr das auch mal gerne auschecken, wo ich den immer angetroffen habe. Weil ihr seht, da könnt ihr dann markieren. Rüstet eine vernünftige Waffe aus, am besten vielleicht ein Repetierkarabiner oder noch besser, wie ihr später sehen werdet, ein Scharfschützengewehr. Ich hatte jetzt hier beim ersten Mal das Problem, dass ich dann wirklich am Ende zu nah ran war und zu schlecht hier mit der Waffe ausgerüstet war. Ja, habe eine sehr, sehr schlecht markiert. Dadurch konnte ich ihn hier jetzt nicht häuten. Aber da ich euch sowieso zeigen wollte, dass er hier ganz, ganz safe spawnt, war das dann auch nicht schlecht. Ja, jetzt seht ihr nochmal auf der Karte, ich habe wieder den Spot markiert, bin diesmal ein bisschen weiter rechts. Ja, gehe wieder hin. Diesmal komme ich quasi dann direkt von der anderen Seite. Also ihr könnt euch hier auch Lager aufschlagen. Wie gesagt, wenn er hier nicht direkt ist, legt euch eine Runde pennen. Bis zum nächsten Morgen am besten. Die Zeit ist wirklich optimal. Ihr seht, ist hier ganz, ganz hell. Ist früher Morgen. Da seht ihr ihn schon wieder stehen. Also fast exakt die gleiche Location. Hier sehen wir es nochmal ganz gut auf der Karte. Davor war ich links. Jetzt hatte ich mein Lager hier ein bisschen weiter rechts aufgeschlagen. Ja, er ist wirklich eigentlich immer an der gleichen Stelle. Hier ist es jetzt noch einfacher am Ende ihn zu untersuchen. Ja. Ich hatte meinen Spielstand da nicht abgespeichert. Deshalb kann ich ihn jetzt nochmal untersuchen. Dann direkt spielen, nochmal neu laden gemacht. Ja, um euch zu zeigen, dass er wirklich ganz, ganz safe hier ist. Ja, auch hier. Jetzt der dritte Versuch. Ja, jetzt bin ich hier wieder links, habe das X wieder an der gleichen Stelle gesetzt. Hier nochmal zur Orientierung über New Hanover ist der Oak Creeks Run. Und dann rechts hier an dieser Gabelung, wo die beiden Spuren zusammenlaufen, da setzt da euer X, wenn ihr von links kommt und haltet euch dann ein Stück links. Ja, werdet ihr sehen, ich laufe jetzt hier runter. Ja, und dann seht ihr hier links das Gebiet, da packt er dann direkt euer Fernglas aus. Könnt einmal schon mal außer Distanz hier die ganze Umgebung abchecken.
Dann pirscht ihr euch hier Stück für Stück weiter ran. Das habt ihr da eigentlich jetzt schon wieder gesehen. Ja, sehr, sehr groß, nicht wirklich zu übersehen. Da hinten, da ist er, genau. Jetzt habe ich hier mit dem Fernglas einmal drauf. Ihr seht, ich halte mich jetzt hier links vom Fluss. Gehe ein Stückchen ran, eigentlich immer die gleiche Route. Ja, und dann habt ihr hier wieder. Also wieder von der gleichen Stelle oder wieder an der gleichen Stelle. Ich bin jetzt zweimal von links gekommen, einmal von rechts. Spawnt aus meiner Sicht immer an der gleichen Stelle. Ich habe es immer morgens gemacht. Ja, jetzt in dem Video gehe ich jetzt hier mal, in dem Versuch gehe ich jetzt hier ein bisschen vorsichtiger vor, habe jetzt hier mein Scharfschützengewehr ausgerüstet, weil ich es bei den ersten beiden Versuchen habe ich mich ein bisschen dämlich angestellt, habe mir dann im Endeffekt zu spät erlegt. Dadurch konnte ich ihn im Wasser dann nicht mehr häuten, dann wurde er mir ein bisschen weggespült. Jetzt gehe ich hier ganz auf Nummer sicher. Ja. Könnt ihr ruhig relativ nah rangehen. Ja, einmal drauf. Zweimal. Also mehr zwei Schüsse wird er nicht aushalten. Eventuell sogar nur eins mit dem Scharfschützengewehr. Ja, geht da hin. Da seht ihr ihn. Dann könnt ihr ihn in aller Ruhe häuten. Vergesst ihn nicht zu häuten fürs Kompendium und für die beiden Trophies. Unter die Haut und Zoologe. Hier seht ihr nochmal, hier ist das Elch-Symbol jetzt sogar eingezeichnet. Und ich habe mich hier wirklich immer an diesem X hier entlang geschlängelt, linksseitig vom Fluss, und dann spawnt er eigentlich immer an der gleichen Stelle. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Falls ihr den Elch nicht gefunden habt, werdet ihr ihn hier aus meiner Sicht ganz, ganz sicher antreffen. Macht's gut, bis bald, tschüss.